In der Nachsaison, wenn es ruhiger wird, ist die beste Zeit, einmal die Luxemburger Ardennen kennenzulernen. Die reizvolle Landschaft bildet eine prächtige Kulisse für die vielen Geschichten und Legenden rund um ehemalige Burgherren und Grafen. Bodenständig und traditionsbewusst sind die Luxemburger in den Ardennen. Stolz pflegen sie das Erbe einer großen Vergangenheit auf den zahlreichen Burgen und Schlössern. Zu jeder Burg gehört immer auch ein sogenannter Verein der Schlossfreunde, der engagiert die Geschichte lebendig hält. So wird in dem Ardennendörfchen Munzhausen alljährlich der Graf von Clerf zum Leben erweckt. Seine Hoheit weiht dann am ersten Sonntag im November den traditionellen Hubertusmarkt ein. Doch was der Graf seinen Untertanen einst verboten hat, Geschäft und Handel in der Gastwirtschaft, steht heute längst nicht mehr unter Strafe. Ein Handel wird durch Handschlag aufgeschlossen und das nicht an einer Wirtschaft. Wir erheben heute ausnahmsweise euch kein Marktgeld. Heimat erkläre mir der Munzer Markt als ob. Merci. Der Herbst mit seinen Bauernmärkten, den Nuss- oder Weinfesten überall in der Gegend ist die beste Zeit, um die Ardennen von ihrer ursprünglichen und romantischen Seite kennenzulernen. Idealer Ausgangspunkt für eine Rundreise zu den Schlössern und Burgen ist Vianden, unmittelbar an der deutsch-luxemburgischen Grenze. Von Trier oder Bitburg sind es nur wenige Kilometer. Das Saarland liegt ungefähr 2 Autostunden entfernt. Natürlich beherrscht auch in Vianden das Bild eine Burg. Der Schlosspalast hoch über der kleinen mittelalterlichen Stadt ist europaweit eine der größten Hofburgen aus romanischer und gotischer Zeit. So als habe sich nichts verändert, wacht die mächtige Festung über dem Tal der Our, die heute Grenzfluss zwischen Deutschland und Luxemburg ist. Doch von der Burg, die einst allen Eindringlingen trotzte, haben heute längst die Touristen Besitz ergriffen. Im Turm der Stadtmauer können Besucher sogar Zimmer mieten und sich fast wie Burgherren fühlen. In der liebevoll restaurierten Altstadt verstecken sich zahlreiche gemütliche Weinstuben, Hotels und kleine Restaurants, die ebenso wie der Metzger an der Ecke mit Ardenner Spezialitäten aufwarten. Die Burg bestimmt nach wie vor den Alltag hier unten mit. Und so sorgen die Versammlungen des Vereins der Schlossfreunde in Vianden ebenso fürs Stadtgespräch wie die Gemeinderatssitzungen. Denn die Präsidentin des Vereins oben im Schloss ist fast so wichtig wie der Bürgermeister unten im Ort. Die einstigen Grafen von Vianden waren zu Beginn des 13. Jahrhunderts die bedeutendsten Herrscher zwischen Maas, Mosel und Rhein. Es war die Zeit der Kreuzzüge. Heinrich I., berühmtester Graf von Vianden und Kreuzritter, brachte die Tochter des Kaisers von Konstantinopel als Braut mit auf seine Burg. Für sie baute er den schönsten Teil des Schlosses, die sogenannte Byzantinische Galerie. Aus der Ehe von Heinrich I. und Marguerite de Courtenay stammen Kinder, die Geschichte gemacht haben. Wahres und Legendäres hierzu wird natürlich vom Verein der Schlossfreunde lebendig gehalten.
Einer seiner Söhne hat den Grundstein des Kölner Doms gelegt. Und dann gibt es eine sehr interessante Sage seiner jüngsten Tochter Yolanda. Übrigens wurden zum Zeitpunkt später, nachdem die Yolanda etliche Jahre tot war, wurden viele Kinder in Vianden nach dem Namen Yolanda getauft, weil es wirklich eine bedeutende junge Gräfin des Grafengeschlechts von Vianden war. Und Yolanda, die war zu ihrer jüngsten Zeit, war ziemlich fromm. Sie wollte unbedingt ins Kloster gehen und ihre sehr mächtigen Eltern, vor allen Dingen ihre Mutter, wehrte sich dagegen. Sie wollte nämlich die Yolanda verheiraten mit einem reichen Grafen von Monschau aus der Eifel. Und dann gibt es die Sage, dass die Mutter sie hat einsperren lassen in einen Turm, der an der Kapelle lehnt, mit nur einem Fenster. Aber Yolanda konnte fliehen und ist nach Marienthal und ist dort ins Kloster eingetreten und als Priorin gestorben. Gabi Franzen, im Dorf unten respektvoll Gabi vom Schloss genannt, organisiert hier oben im Ritter- und Festsaal Ausstellungen und Konzerte. Vor einem Besuch des Schlosses lohnt es immer, sich nach den Veranstaltungen zu erkundigen. Ein Stockwerk tiefer im Waffensaal fühlt man sich zurückversetzt ins frühe Mittelalter. Den Zugang zur Burg sicherte ein starkes Verteidigungssystem aus Ringmauer, Pforten und Türmen. Während der Zeit der Kreuzzüge waren die Burgherren mit ihrem waffenstarrenden Tross oft jahrelang unterwegs. Derweil organisierten ihre Frauen das Leben auf der Burg, waren Herrinnen über Leib und Leben der Untertanen in den Dörfern der Grafschaft. Die Anfänge der Burg lassen sich zurückverfolgen bis ins 9. Jahrhundert. Damals entstand dieser zehneckige Wohnturm, der später im 13. Jahrhundert zur Kapelle umgebaut wurde. In dieser sehr seltenen Doppelkapelle mit zwei übereinander liegenden Stockwerken drängt sich eine lange Geschichte auf engstem Raum. Die untere Kapelle ist noch romanisch und ältester Teil der Burg. Die Mauern ruhen auf Fundamenten aus der Römerzeit. Im Mittelalter demonstrierten die Schlossherren hier ihre Macht über ihre Untertanen. Während der Gottesdienste thronten sie im oberen Stockwerk in einer eigenen Loge. Zu ihren Füßen in der unteren Etage durften die Dorfbewohner durch den Schacht in der Mitte die Messe mithören. Wer der großen Zeit der Grafen von Vianden nachgehen will, der findet auch unten im Ort spannende Spuren. Erst durch Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurde dieser Kreuzgang wiederentdeckt, der lange zugemauert war. Im 13. Jahrhundert herrschte hier der mächtige Orden der Trinitarier. Heinrich I. hatte die Trinitarier nach Vianden gerufen, weil sie seinen Vater aus muselmanischer Gefangenschaft freigekauft hatten. Nach seiner Niederlassung in Vianden zog der reiche Orden von hier aus die Fäden bis ins Heilige Land, um dort die in Gefangenschaft geratenen Kreuzritter mit viel Geld wieder loszukaufen. Angesichts der engen Beziehungen zwischen Burg- und Klosterherren hatten die Viandner Grafen hier bei den Trinitariern auch ihre Grabkirche. Die sterblichen Überreste der sagenumwobenen Yolanda machten die Abtei fast zu einem Wallfahrtsort. Beim Bummel durch die mittelalterlichen Gassen ahnt man auch heute noch, wie die Welt der kleinen Leute im Schatten der Burg ausgesehen haben mag. Seit 1308 waren die Dorfbewohner zumindest keine Leibeigenen mehr. Im Schutz der Ringmauer blühten die Handwerkerzünfte. Weit und breit berühmt wurden vor allem die Viandner Weißtüncher. Sie zogen immer zur Kirmeszeit durchs Land, um in den Ardennendörfern die Häuser in ihrem typischen Weiß neu zu streichen. Danach verwandelten sich die Weißtüncher in zünftige Musiker und spielten zum Kirmesfest. Der Luxemburger Nationaldichter Dix hat mit seinen Liedern, Gedichten und Komödien den Viandner Weißtünchern und vielen anderen kleinen Leuten ein Denkmal gesetzt. Insgesamt 10 Jahre lebte Dix in Vianden. Er war der Erste, der nur auf Luxemburgisch, der heutigen Nationalsprache, schrieb.
Sein ehemaliges Wohnhaus steckt auch heute wieder bis unters Dach voller Geschichten. Die haben jedoch nichts mehr mit dem Dichter zu tun und werden wohl ungeschrieben bleiben. Es sind die Kindheitsgeschichten, die in jedem Besucher wach werden, wenn er das größte Puppen- und Spielzeugmuseum von Luxemburg besichtigt. In unmittelbarer Umgebung von Vianden können diejenigen, die stille und herbstliche Stimmung suchen, Wanderwege von rund 120 Kilometern Länge erkunden. Besonders reizvoll ist es entlang des deutsch-luxemburgischen Grenzflüsschens Our. Unterwegs nach Burscheid, der größten Burgruine am Rande der Ardennen, muss man aus dem Tal über den Nikolausberg. Sein künstlicher Stausee in der ausgehöhlten Bergkuppe fasst bis zu 6 Millionen Kubikmeter Wasser. Darunter verbirgt sich im Herzen des Berges ein modernes Wunderwerk, das ganz im Gegensatz zur mittelalterlichen Burgenromantik durch ausgeklügelte Technik fasziniert. Zum Zeitpunkt seiner Inbetriebnahme 1964 war das unterirdische Pumpenspeicherwerk von Vianden weltweit einmalig. Hochrangige Staatsgäste bestaunten bei ihren Besuchen im Großherzogtum immer auch dieses technische Meisterwerk. Heute ist die Anlage die größte ihrer Art in Europa. Besichtigungen, die auf Anmeldung hin stattfinden, führen bis ins Innerste der gewaltigen Pumpenhalle. Das Wasser stürzt aus dem Stausee durch über 800 Meter lange Druckschächte unten auf die Turbinen. Der so erzeugte Strom geht übrigens ausschließlich ins deutsche Netz. Die Schaltzentrale, die per Knopfdruck in Vianden den Strom abruft, ist bei den Elektrizitätswerken in Köln. Wieder oben auf dem Nikolausberg, umgeben von fast unberührter Landschaft, erscheint der Ausflug in das unterirdische Reich moderner Technik wie ein entfernter Traum. Der Weg lädt ein zur Wanderung entlang des Flüsschens Sauer, durch einen Teil der Ardennen, der abseits von den Haupttouristenzielen liegt. Hoch über dem Tal der Sauer bietet Burg Burscheid einen weiten Blick ins Land. Sie ist die größte Ruine in den Ardennen. Lediglich einige Türme und das sogenannte Stolzenburger Haus sind vollständig wieder aufgebaut. Hier veranstaltet der Burscheider Verein der Schlossfreunde Konzerte und Ausstellungen zur Geschichte der riesigen Burganlage. Fast eine kleine feudale Stadt lag innerhalb der mächtigen Mauern. Denn auch verwandte Familien der Herren von Burscheid durften innerhalb der Festung ihre Häuser errichten und genossen den Schutz der Grafen. Die Bewohner aus den umliegenden Dörfern fanden bei Gefahr ebenfalls Zuflucht in der Burg. Zurück in die Zeit vor den ersten Grafen von Burscheid reicht der älteste Teil im Herzen der Anlage. Er stammt aus dem 9. Jahrhundert. Und in der Römerzeit stand hier bereits eine Festung aus Holz. Vieles ist jedoch noch unerforscht und der Besucher bleibt seiner Fantasie überlassen.
Vom Tal der Sauer im Süden der Ardennen lohnt sich in jedem Fall auch ein Abstecher nach Norden. Auf dem Weg nach Clerv bzw. Clairvaux mit seinem völlig renovierten Schloss liegen einsam auf den Höhen die typischen Ardennendörfer. Eines der schönsten, Munzhausen, ist nur 3 Kilometer von Clerv, der nördlichsten Ardennenstadt, entfernt. Die Landwirtschaft und vor allem die berühmten Ardenner Pferde prägen hier das Bild. Hinter aller Beschaulichkeit verbirgt sich jedoch auch eine beeindruckende Geschichte. Anfang des 12. Jahrhunderts wurde die Dorfkirche auf den Ruinen einer heidnischen Opferstätte errichtet und dem heiligen Hubertus, dem großen Missionar der Ardennen, geweiht. Seit dieser Zeit war hier auch die Gräbergruft der Grafen aus dem nahen Clerv. Gleich nebenan, auf dem Gelände des Landmuseums Robeshire, erwartet die Besucher eine weitere Munzhausener Besonderheit. Das Ardenner Pferd steht im Mittelpunkt eines kleinen Museums, das neues Leben in den verschlafenen Ort gebracht hat. Holzrücken ist hier ebenso zur Touristenattraktion geworden wie die Ausfahrt in Pferdekutschen, gezogen von den kraftstotzenden Ardenner Pferden, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Nico Harmes, Pferdenarr und treibende Kraft dieses Ardennenmuseums, lädt vor allem auch Schulklassen ein. Von der Arbeit mit den Tieren bis hin zum Beschlagen der Hufe kann man hier alles kennenlernen, was einst zum harten Landleben in den Ardennen gehörte. Ja, wir wollten ein Museum machen und wir wollten nicht nur Ausstellung machen. Und unsere Vorfahren hier im Dorf, die haben die Landwirtschaft zusammen mit dem Pferd bewerkstelligt. Und aus dieser Ursache heraus haben wir beschlossen, ein lebendiges Museum zu machen, das heißt ein Museum mit Tieren. Die Besucher sehen hier, wie in den 50er Jahren in einem Östlinger Dorf der kleine Familienbetrieb funktioniert hat. Normalerweise hatten die eine Größenordnung von 3 bis 5 Hektar und jede Familie war im Besitz eines Ardenner Pferdes und dieses Pferd war die Zugmaschine im Bauernbetrieb. Zum Konzept des lebendigen Museums gehört natürlich auch ein gutes Bauernessen. Das Museum beschäftigt einen eigenen Koch und die Bauern aus der Umgebung liefern ihm die besten Zutaten für seine traditionellen Gerichte. Der Schinken, die bekannteste Ardenner Spezialität, darf dabei nie fehlen. Wer hier essen möchte, muss sich vorher anmelden. Die Speisekarte bietet eine Auswahl von etwa einem Dutzend typischer Bauernmahlzeiten. Jeden Abend gibt es jedoch für alle Gäste immer nur ein einziges Gericht. Die Jäger, die hier Stammgäste sind, kommen an diesem Tag, um Heidekornklöße mit Specksahnesoße zu essen. Geriebener Buchweizen, in den Ardennen Heidekorn genannt, wird kurz in leicht gesalzenem und gepfeffertem Wasser aufgekocht. Aus der schnell entstehenden festen Masse werden mit dem Löffel die Klöße geformt. Dazu wird eine köstliche Specksahnesoße serviert. Die Gerichte sind einfach, sehr nahrhaft und bekömmlich, seit Generationen in den Ardennen überliefert. Der Museumskoch tischt so lange auf, wie es seinen Gästen schmeckt. Auch mehrere Portionen hintereinander, wenn es gewünscht wird. Alles ohne Aufpreis. Im Herbst, zur Jagdsaison, sind auch ganz besonders die Wildgerichte zu empfehlen. Nico Harmes schwört dazu auf ein gutes Glas Luxemburger Wein. Ein Elbling oder vor allem ein leichter Rivana sind für jedes herzhafte Essen die beste Ergänzung. Der gute Pop Fissler, wie sieht der Margolinger mal? Ja?
schon geschmerzt. So muss ich sagen. Über die nahe Höhenstraße sind es von Munzhausen nur wenige Kilometer bis nach Klerf, dem Haupttouristenziel in den Nordardennen. Umgeben von dichten, ausgedehnten Wäldern zeigt sich das Städtchen gerade im Herbst von seiner farbenfrohen Seite. Statt einer Burg nimmt hier die imposante Anlage einer Benediktinerabtei den Platz hoch über dem Tal ein. Ihr zu Füßen im typischen Ardennenstil die Pfarrkirche, gebaut um die Jahrhundertwende. Unten im Tal des Flüsschens Klerf dann endlich die mittelalterliche Burg. Im letzten Weltkrieg diente sie als Bollwerk und wurde während der Ardennenschlacht völlig zerstört. Heute ist die aus dem 12. Jahrhundert stammende Festung bis zum letzten Turm wieder aufgebaut und beherbergt drei der wichtigsten Ausstellungen von Luxemburg. Die bedeutendste unter ihnen ist die weltbekannte Fotosammlung Family of Man, die in den 50er Jahren von dem amerikanischen Fotografen Edward Steichen zusammengetragen wurde. Der aus Luxemburg stammende Steichen war, als er sein Lebenswerk in Angriff nahm, Leiter der Fotoabteilung im New Yorker Museum of Modern Art. Seine für dieses Museum konzipierte Ausstellung ging in den 50er und 60er Jahren um die ganze Welt. Steichens bis heute faszinierendes Leitthema: die große Familie der Menschheit und was sie über alle Kulturen hinweg miteinander verbindet. Auf Wunsch Steichens schenkte 1966 die amerikanische Regierung dem Großherzogtum die Sammlung. Seit 1994 ist sie hier wieder zu sehen. Nur wenige Schritte entfernt, ebenfalls unter dem Dach des Schlosses von Klerf, finden Besucher eine der wichtigsten regionalgeschichtlichen Ausstellungen in Luxemburg, das Ardennenschlachtmuseum. Frank Kiefer hat alle Ausstellungsstücke persönlich zusammengetragen und informiert seine Gäste oft auch selbst über die dramatischen Kriegsereignisse zwischen 1940 und 1945. Sein Museum dokumentiert die Besetzung Luxemburgs durch deutsche Truppen und es zeigt die sinnlosen Zerstörungen fast des gesamten Luxemburger Nordens, auch noch kurz vor Kriegsende. Frank Kiefer war damals 13 Jahre alt. Vor allem der Kampf ums Schloss hat sich fest eingegraben in seiner Erinnerung. Und zwar, als er zerstört ging, dadurch die deutsche Armee. Es ist zerstört worden, als die deutsche Armee, die Panzerarmee von Dagsburg rüberkam am 16. Dezember. Und sie mussten auf den engen Straßen hier durch Klerf hindurch. Aber die Amerikaner saßen hier im Schloss zusammen mit der Zivilbevölkerung. Und dann hat es geheißen, die Deutschen kommen. Und die haben die Panzer oben auf der Bergkuppe zusammengezogen und Phosphor auf das Schloss geschossen. Das war am 18. Dezember. Danach hat das Schloss ungefähr 8 Tage lang gebrannt. Es war schrecklich, schrecklich, weil es doch noch nie zuvor zerstört war. Unter dem Kommando von General Patton befreiten die amerikanischen Truppen schließlich den Norden Luxemburgs. Die große Ardennenschlacht 1944 kostete zahlreiche Opfer. Heute kommen viele der amerikanischen Soldaten als alte Freunde in das kleine Museum von Frank Kiefer und geben auch gerne Anekdoten zum Besten. Kommen Sie her. Und wo ist der Hauptmann? Verstehen Sie das? Und wie viele Maschinengewehr haben Sie? Und wo ist der Panzerabwehrkanonen oder die Pack? Ist das so richtig? Das haben wir so gelernt, bevor wir hier rüberkamen. Und was haben Sie damit gemacht? Das brauchten wir während des Krieges. Und wo waren Sie persönlich am Ende des Krieges? Am Kriegsende? Im Krankenhaus. Fast wie Nationalhelden werden die amerikanischen Soldaten in Luxemburg bis heute verehrt. Unten im Zentrum von Klerf erinnert ein Denkmal an den historischen Tag der Befreiung. Es wurde mit Hilfe von Eintrittsgeldern aus dem Ardennenschlachtmuseum errichtet.
30 Kilometer südlich von Clerf zurück in Vianden. Bevor sie zum Abschluss der abwechslungsreichen Ausflüge in die Umgebung gegen Abend einkehren in eine der vielen gemütlichen Weinstuben, machen sie vielleicht noch einen Besuch im einzigen Literaturmuseum von Luxemburg. Es befindet sich mitten im Ort, direkt an der Urbrücke. Hier lebte der große französische Dichter Victor Hugo im Exil, nachdem Kaiser Napoleon III. Ihn 1870-71 wieder einmal aus Frankreich hatte verbannen lassen. Die Vientner waren stolz, einen so berühmten Gast willkommen heißen zu können und widmeten ihm bereits 1935 ein eigenes Museum. Es ist mit Möbeln originalgetreu eingerichtet und zeigt in weiteren Räumen Briefe, Tagebuchnotizen sowie zahlreiche Zeichnungen Victor Hugos aus seiner Vientner Zeit. Vom Fenster aus hatte Hugo einen herrlichen Blick auf die mächtige Silhouette der Vientner Burg. Sie war ein immer wiederkehrendes Motiv vieler seiner Zeichnungen. Und nachdem er seine neue Heimat immer besser kennengelernt hatte, notierte er in seinem Tagebuch: In einer prächtigen Landschaft, die einst ganz Europa aufsuchen wird, besteht Vianden aus zwei zugleich ermutigenden wie eindrucksvollen Dingen. Einer finsteren Burg und einer heiteren Bevölkerung. Zu Lützeburg stürmt sich Friedschloss, nur zu allen Zeiten frei. Von enger Welt berühmter Rass, von aller Ritter dem uns treu. Kommt hier auf Feier, drohend Kron, von Deutsche bei zum Kaiserthron. Und hier sagt, klugst ihr schon als Kant, wir uns stolz Lützeburg, ihr Land. Und hier sagt, klugst ihr schon als Kant, wir uns stolz Lützeburg.